bevor nächste Woche in der Auslage das erste Marzipanbrot auf uns wartet, mache ich jetzt nochmal schnell einen richtig schönen, leckeren, sommerlichen Kuchen mit Heidelbeeren. Und wer Heidelbeeren genauso gerne mag wie wir, der lässt uns auch gerne ein Däumchen da. Aber mal zurück zu dem Marzipanbrot. Letztes Jahr haben wir das erste Marzipanbrot gekauft bei über 30 Grad. Geschmeckt hat es mir trotzdem, ich liebe es ja. Wie sieht das denn bei euch aus? Könnt ihr da dran vorbeigehen oder nehmt ihr dann auch am 1. September oder am 2. September schon das erste Marzipanbrot oder eine andere weihnachtliche Leckerei mit nach Hause? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Aber jetzt lasst es uns noch ein bisschen sommerlich angehen mit diesem leckeren Kuchen. Ich habe hier ganz viele Heidelbeeren. Das Schöne bei Heidelbeeren ist, dass man ja nichts machen muss, außer die mal eben kurz zu waschen und dann kann man schon anfangen zu backen. Und dafür mache ich einen Quarkteig für den Boden und ich brauche gleich einen Guss. Und für den Boden habe ich jetzt hier 250 Gramm Quark, eine Prise Salz, 30 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, 120 Gramm Butter und die kommen einfach in eine Schüssel. Die verknete ich jetzt gleich einfach zu einem schönen Teig mit der Hand. Dafür braucht man gar keine Küchenmaschine. Und parallel dazu werde ich für meinen Guss schon mal zwei Eier und 100 Gramm Zucker ein bisschen schön cremig rühren, bevor noch andere Zutaten dazukommen. Den Teig zu kneten, das geht viel schneller als die Eier aufzuschlagen. Der ist schon fertig und sollte nach dem Kneten so ausschauen. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass die Butter ganz weich ist und der Teig wird auch nur so 1 bis 2 Minuten geknetet. Einfach bis sich die Zutaten schön verbunden haben und dann kann der Teig schon in die gefettete Springform. Ich habe hier eine 26er Springform im Innenmesser. Und den verteile ich jetzt hier schön, ziehe den Rand hoch und dann kann ich schon zu meiner Eizuckermasse 200 Gramm Creme Fraiche und 2 Esslöffel Mehl einfach ganz auf kleiner Stufe unterheben. Das war's schon. Der Teig ist in der Form, der Guss ist fertig, meine Heidelbeeren ja sowieso. Ich habe jetzt hier meinen Teig hochgezogen am Rand bis ungefähr zur Hälfte, so dass eure Heidelbeeren richtig schön Platz haben. Den Backofen, den habe ich schon vorgeheizt auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und ihr könntet jetzt einfach hingehen, die Heidelbeeren in den Guss gießen, schütten und dann einfach umrühren. Oder dann erst die Heidelbeeren auf den Kuchen. Ich mache das jetzt, weil es einfach schöner auch hier im Video aussieht. Und ich habe jetzt hier 800 Gramm Heidelbeeren. Die verteilt er jetzt einfach schön. Und dann kommt der Guss da drauf und dann geht das Ganze für 45 Minuten in den Backofen. Und hat man einen wunderbar leckeren Heidelbeerkuchen, der noch so ein bisschen nach Sommer schmeckt. Der Heidelbeerkuchen ist fertig gebacken, schön ausgekühlt, die Sahne ist aufgeschlagen und ein bisschen Puderzucker habe ich hier noch in der Hand, einfach für schön obendrauf. Sieht ja immer nett aus und ich sage euch, wir freuen uns da jetzt drauf. Wir lieben Heidelbeeren, das ist immer total lecker und jetzt schneide ich den natürlich an und ich hoffe, dass euch diese Variante vom Heidelbeerkuchen gut gefällt und ihr backt den vielleicht mal nach. Oh, das ist ein großes Stück, das ist für Mama. So, schauen wir mal da rein. Sieht das gut aus? 800 Gramm Heidelbeeren. Ein bisschen Sahne oben drauf und dann kann man das richtig schön genießen. Jetzt hat es ein bisschen gequietscht. Sahne gehört natürlich dazu. Wir freuen uns jetzt auf diesen Kuchen. Es gibt aber noch einen Zwetschgenkuchen. Den wollte ich euch jetzt gerade noch verraten. Einen ganz besonderen Zwetschgenkuchen. Von Vorteil wäre natürlich,
dass ihr ein Abo von uns habt oder sogar auch die Glocke aktiviert habt, damit ihr diesen ganz besonderen Zwetschgenkuchen, der noch kommt, kann ich euch versprechen, wird was ganz Tolles, nicht verpasst. Ansonsten backt erstmal diesen, dann den Zwetschgenkuchen. Wir kommen aus dem Backen nicht mehr raus, macht ja auch Spaß, ist immer lecker. Bis dahin, eure Bea.